Guten Morgen. Tag 9. Und immer noch rauchfrei. Ich habe heute ziemlich lang geschlafen. War auch noch gestern Abend sehr lang wach. House of Cards geguckt. Auf jeden Fall heute auch wieder ein super heißer Tag. Und jetzt schaue ich mal, was ich so jetzt noch den Tag mache. Heute gibt es Gnocchis mit Gemüse. Und es ist ziemlich lecker. Und es war lecker. Tatsächlich. Ich habe, glaube ich, das erste Mal nach dem Essen kein Bedürfnis, eine zu rauchen. Ich würde sagen, das ist sehr gut. Und anstatt zu rauchen, gibt es einen leckeren Nachtisch. Quark mit Apfelmus. Jetzt ist endlich nicht mehr so heiß, die Sonne ist weg und ich gehe mir jetzt ein Eis holen. Voll geil. Schaut euch dieses geile Eis an. Da braucht man keine Zigaretten mehr, ich schwör's. Jetzt sitzt ihr auf dem Balkon. Und da seht ihr, da glüht es, eine Zigarette glüht. Aber das bin nicht ich, das ist meine Mitbewohnerin, die jetzt zum ersten Mal mit mir auf dem Balkon sitzt und alleine rauchen muss, weil ich ja nicht mehr rauche. Aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr romantisch, wie man hier sieht. Kerzen sind da, Mucke ist da, ein Bierchen trinkt man und ich schnüffel ein bisschen Rauchluft. Muss reichen. So, Tag 9 neigt sich dem Ende. Heute war, ich würde sagen, heute habe ich mich das erste Mal so als Nichtraucher gefühlt. Ich habe wirklich heute kein Bedürfnis nach einer Zigarette gehabt. Heute Abend saß ich noch mit meiner Mitbewohnerin auf dem Balkon. Und wir haben ein Bierchen getrunken und sie hat geraucht. Klar, normalerweise würde ich in der Situation auch eine rauchen und mehrere rauchen und viel rauchen, aber nö, war jetzt irgendwie auch nicht so schlimm, dass ich nicht geraucht habe. Hat schon passt irgendwie. Also manchmal glaube ich, das ist zu leicht. Ich rauche 15 Jahre und dann nach 9 Tagen ist alles okay oder was. Dann denke ich mir, dann hätte ich auch schon früher aufhören können. Ich freue mich, dass es halt gut war. Aber ich muss auch gestehen, ich habe immer wieder ein bisschen Angst, dass ich rückfällige Gedanken habe. Keine Ahnung. Aber es kann doch nicht so leicht sein, aufzuhören. Das kann doch einfach nicht sein. Dann würden ja viel mehr einfach aufhören. Wenn es so leicht wäre und nicht wieder gleich anfangen. Aber wie gesagt, Tag 9 ist auf jeden Fall gut gewesen. Ich würde gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Ob ich mich da total täusche oder ob solche Phänomene normal sind, dass man das Gefühl hat, ja, nicht rauchen ist kein Problem. Ihr könnt mich gerne warnen das, oder keine Ahnung, aber könnt mir gerne was dazu schreiben, weil ich bin echt ein bisschen irritiert, weil es erscheint mir doch ein bisschen zu leicht, wenn es das jetzt schon gewesen sein soll. Na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Tschüss.